Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Tell, Herbstzeit ist nicht nur Äpfel- und Birnenzeit, nicht nur Sauser- und Mostfrischer-Pressezeit. Es ist auch Nussenzeit. Und Nussbäume sind etwas Besonderes. Bei uns im Dorf hat es früher ausserhalb auf den Feldern einen grossen Nussbaum gehabt mit einer prächtigen Krone. Und den hat man vom Zug aus gesehen. Der Baum ist für viele Leute, Jahr aus und Jahr ein, am Abend beim Heimfahren wie ein Willkommen gsi. Im Oktober werden ja die Nussen reif. Aber sie sind heikel. Man kann sie nicht abreissen und essen wie einen Apfel. Man muss warten, bis sie von selber runterfallen. Dann kann man sie zusammenlesen und dann müssen sie zuerst getrocknet werden. Sonst wären sie bitter. Das Jahr sind sie wie alles früh dran gewesen. Auf dem März sind sie schon in Körb und in Säck da. Gross und lustig. Zum Thema, was Baumnüsse in der bildenden Kunst für eine Bedeutung haben, ein Kraftfutter von der Marjoline Roth, Pfarrerin von Männidorf am Zürichsee. Ist es nicht gemütlich, wenn im Herbst und im Advent die Nüsse in einer Schale parat sind und man kann sie im Familienkreis knacken? Knacken mit einem Nussknacker oder auch von Hand. Wenn man zwei Nüsse Spalt an Spalt mit der Hand drückt, dann brechen sie auf. Der Spalt ist die Schwachstelle an den Nüssen. Und das ist wichtig für die Fortpflanzung. Wenn nämlich eine Nuss eine lange Zeit unter einem Baum liegen bleibt, dann entwickelt sich im Nusskern ein Keim. Und das dünne Stieli hat die Kraft, sich durch den Spalt zu zwängen und die Nuss wie aufzusprengen. Und aus dem wird dann ein kräftiges Pflänzli mit Würzeli. Und wenn sich's kann in den Erdboden senken, wächst daraus ein neuer Nussbaum, wo jeder Herbst uns Nüsse schenkt. Der Vorgang ist ja bei allen Pflanzen ähnlich. Denkt man an das Weizenkorn, wo der Jesus gern als Bild für die Auferstehung gebraucht hat. Genau wie bei den Nüssen liegt da auf dem oder im Erdboden etwas, wo wie tot aussieht. Dabei bereitet sich drinnen das neue Leben vor. Interessant ist, dass in der barocken Kunst, in diesen Stilllebenbildern, wo Gegenstände dargestellt worden sind, die auf die Vergänglichkeit hindeuten, so wie zum Beispiel eine Sanduhr oder eine verlöschende Kerze oder welke Blumen, dass da auch etwa aufgebrochene Baumnüsse gemalt sind. Und diese Nüsse haben eine doppelte Bedeutung gehabt. Die aufgebrochene Schale zeigt die Vergänglichkeit, wie die Schalen und Hüllen von allem Lebigen. Aber der Kern, der drin liegt, der Nusskern, den wir so gern essen, der symbolisiert in dieser Tradition das Unvergängliche, unseren Wesenskern, der bleibt, der am Ende vom irdischen Leben zu Gott zurückkehrt. Die Baumnuss eignet sich gut für das Symbol. Sie sieht ein bisschen aus wie ein Hirni. Und jede sieht wieder anders aus. Keine ist genau gleich wie die andere. So wie auch jede Person ihre persönliche Seele hat. Wie die Verwandlung genau geht, das ist ein Geheimnis. Genauso auch wie das neue Leben in einem verrotteten Weizenkorn oder in einer verpuppten Raupe sich unmerklich entwickelt. Im Jesaja-Buch gibt es eine schöne Stelle zu dem Geheimnis. Unser Wesenskern wird dort als unser persönlicher Name bezeichnet. Gott sagt zu jedem von uns: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.